Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um etwas für die Druckluftfreunde unter euch. Eine Druckluftreinigungspistole, die PDRP 6.2 in der Version B2 von Parkside. Die gibt es bei Lidl und wenn dich das Thema interessiert, dann darfst du jetzt nicht abschalten. Ja, eine Reinigungspistole hier mit Druckluftbetrieb. Wir haben ja schon einige Druckluftgeräte hier auf dem Kanal vorgestellt und das kam auch sehr gut bei euch an. Vielleicht ist dieses Gerät ja auch etwas für euch, deswegen möchte ich euch das hier mal vorstellen. Ich fand es sehr interessant. Vor allen Dingen fand ich jetzt interessant, warum es 6.2 heißt. Das ist meistens eben die Angabe auch, um wie viel Maximaldruck es hier gehen darf. Das heißt, die Pistole darf mit maximal 6,2 Bar Druck beschickt werden. Ist ein bisschen kurios, weil die meisten anderen Druckluftgeräte, die wir jetzt in der Vergangenheit hier vorgestellt haben, Trennschleifer, Stabschleifer etc., die waren alle mit 6,3 Bar. Hier soll es ein Zehntel Bar weniger sein. Gut, wird irgendwie einen Grund haben. Fand ich halt ein bisschen kurios. Wir haben ein Fassungsvermögen von diesem Reinigungsbehälter hier oder Wasserbehälter mit Reinigungsflüssigkeit, was ihr da eben reintun könnt, von 1000 Milliliter, das heißt 1 Liter. Und ihr könnt natürlich hier mit dieser kleinen Schraube, gucken wir uns gleich nochmal an, wenn ich sie ausgepackt habe, dann auch die Reinigungsmittel, den Reinigungsmittelzufluss hier etwas steuern. Das heißt, ihr müsst hier nicht immer volle Power geben, sondern ihr könnt das wirklich sehr, sehr fein dosieren, dass hier wirklich wenig Reinigungsmittel zugegeben wird. 3 Jahre Garantie ist natürlich obligatorisch hier. Das haben wir meistens bei den Lidl-Geräten. Bei den Performance-Geräten sind es ja dann sogar 5 Jahre Garantie. Der Behälter hat ein Maß von etwa 145 mal 135 mm und der Aufsatz hat einen Durchmesser von 48,5 mm. Die Reinigungspistole inklusive dem Aufsatz hier wiegt 547 Gramm. Das wird natürlich nur schwerer, wenn er hier 1 Liter Wasser reinpackt, dann wiegt das natürlich 1 Kilo mehr. Der Hersteller verspricht hier intensive Reinigung durch kraftvoll wirbelnden Luftstrom mit mikrofein zerstäubtem Reinigungsmittel. Ihr könnt aber zum Beispiel Polster reinigen. Ihr seht das hier, wird auch eine Fußmatte zum Beispiel sauber gemacht. Ihr könnt strukturierte Oberflächen sauber machen damit. Also dreht sich hier eigentlich alles rings ums Auto. Ihr seht, hier sind natürlich nur Beispiele genannt, die Autos betreffen. Ihr könnt natürlich da auch zu Hause, wenn ihr da eine Druckluftleitung hinlegt, euer Sofa mit sauber machen. Oder euer Hundekörbchen oder Katzenbaum oder was ihr auch immer damit reinigen wollt. Ihr solltet das natürlich draußen dann erst einmal ausprobieren, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Reinigungsmittel hier herauskommt und wie das Ganze dann funktioniert. Also nehmt euch irgendwie eine alte Fußmatte oder irgendwas oder einfach die Fußmatte aus eurem Fahrzeug. Probiert die mal zu reinigen. Ich denke, da werdet ihr schon einige Überraschungen erleben. Ihr seht schon, wir haben hier auch ein Druckluftanschlussstück. Das ist in 1/4 Zoll hier schon vormontiert. Es kann mitunter mal sein, das hatte ich hier des Öfteren schon mal gerade bei Parkside-Druckluftgeräten oder generell bei recht günstigen Druckluftgeräten, dass die nicht wirklich richtig fest reingedreht worden sind oder dass das Ganze nicht wirklich dicht abdichtet. Dafür verlinke ich euch unten dann in der Videobeschreibung nochmal Teflonband. Da müsst ihr das hier einfach mal rausdrehen. Das könnt ihr auch mit dem Maulschlüssel dann machen und dann das Gewinde nochmal mit Teflonband versehen, dann wieder eindrehen und dann ist das auf jeden Fall dicht. Hatte ich, wie gesagt, in seltenen Fällen hier schon mal vorliegen. Und dann sage ich euch gleich mit dazu, wie ihr das Ganze dann beheben könnt. Dann braucht ihr das Ganze nicht zurückschicken. Der Behälter selbst hat noch eine Milliliter-Skala. Damit könnt ihr dann sehen, wie viel ihr dann dort hineinfüllt. Und man kann auch sagen, das Ganze ist geeignet für wasserverdünnbare, nicht schäumende Reinigungsmittel. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also es ist keine Schaumpistole, wie ihr das vielleicht von anderen Kanälen her kennt. Wenn ihr euch mit Autoreinigung etc. befasst, dann wisst ihr, dass es da viele Pistolen auch gibt, die extra viel Schaum produzieren. Das ist hier nicht Sinn der Sache. Hier geht es tatsächlich um die Reinigungswirkung. Und wir haben hier sogar eine rotierende Düse mit drin, die das Ganze dann natürlich dann nochmal extra gut reinigt. Ja, packen wir das Ganze mal aus, gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Ja, so sieht das Teil dann ausgepackt aus, ist jetzt unspektakulär, ist auch vollständig vormontiert, das heißt, ihr müsst hier nichts mehr machen, außer was einfüllen, an die Druckluftleitung anschließen und schon geht's los. Eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen ist natürlich auch mit dabei, habe ich auch schon des Öfteren gesagt, geht mal auf lidl-service.com, dort könnt ihr euch die Bedienungsanleitung vor dem Kauf herunterladen, dort könnt ihr vielleicht noch einige Fragen dann separat klären, alles was ihr hier vielleicht im Video nicht erfahrt, könnt ihr dann vielleicht noch der Bedienungsanleitung entnehmen, ansonsten könnt ihr die natürlich auch
gerne digital abspeichern. Dann habt ihr die immer zur Hand, wenn ihr dann mal reingucken möchtet. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Ganze ist hier natürlich in Pistolenform gefertigt. Ihr seht, das hat hier vorne durch den Transport schon so ein bisschen gelitten. Die Bürsten stehen so ein bisschen zur Seite. Ist aber egal, weil mit den Bürsten schrubben wir ja dann eh unser Material. Wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, wir möchten eine Fußmatte reinigen, dann bewegen wir die natürlich. Die sind auch nicht besonders starr. Die sind recht weich, wie ihr seht. Die sind recht soft. Aber wenn man dann natürlich direkt auf den Dreck drauf geht, dann wird das natürlich funktionieren. Hier drin seht ihr, da ist so eine kleine Wasserdüse oder da kommt dann das Wasser oder das Reinigungsmittel raus und das Ganze dreht sich dann entsprechend durch die Druckluft und verteilt sich dann natürlich ein bisschen. Hier vorne hatte ich bereits gesagt, hier kann man dann einstellen, wie viel Reinigungsflüssigkeit hier mit herausgenommen werden soll durch die Druckluft. Die Druckluft selbst regulieren wir hier durch diesen Ein- und Ausschalter oder diesen Hebel vielmehr. Und da können wir dann natürlich ein bisschen mehr Gas geben oder ein bisschen weniger Gas geben. Und dann reguliert sich das natürlich auch so ein bisschen. Hier unten, wie gesagt, der 1/4-Zoll-Anschluss. Dann kommen wir natürlich noch dazu, hier, wie dieser Behälter hier aufgebaut ist. Da gucken wir auch mal rein. Da ist ein kleiner Schlauch drin mit so einer kleinen Kugel unten dran. Die soll das Ganze natürlich ein bisschen beschweren und dann natürlich ermöglichen, dass hier die Flüssigkeit bis nach unten hin auch aufgenommen wird. Hier, wie gesagt, auch die Skalierung. Ich hoffe, das kann man ein bisschen erahnen, wie das hier ist. Das ist immer ein bisschen schade, dass das nicht nochmal extra bedruckt ist oder so. Oder dass das hier nicht noch ein bisschen mehr kenntlich gemacht ist. Das ist immer so. Ihr kennt das sicherlich auch von der Küche her, wenn ihr da Messbecher benutzt oder so. Dann ist das manchmal ein bisschen schwierig, da zu erkennen, habe ich jetzt einen Liter abgemessen oder nicht. Also wenn es hier auf irgendein Mischungsverhältnis drauf ankommt, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, was das Teil kostet, glaube ich. 10 Euro werden derzeit aufgerufen. Das sind natürlich immer Tagespreise. Die Preise können natürlich von Tag zu Tag auch ein bisschen variieren. Das heißt, es kann mal teurer werden, mal billiger werden. Wenn ihr das Produkt kaufen wollt, dann folgt unten einfach der Verlinkung und dann könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis dann im Shop auch anschauen. Hier an der Oberseite haben wir noch so einen kleinen Haken mit dran. Ihr seht das hier. Damit können wir das Ganze natürlich irgendwo auch aufstecken oder wenn ihr irgendwo eine Möglichkeit habt, an der Wand irgendwie eine Aufnahme zu schaffen dafür, dann könnt ihr das dann natürlich dann einstecken. Und wenn ihr dann häufiger mit dieser Pistole dann arbeiten wollt, dann ist die natürlich dann auch schneller zur Hand. Wir können das Ganze hier vorne auch abdrehen, wenn wir das mal reinigen wollen oder so. Oder wenn da noch irgendwie Reste von irgendwelchen anderen Mitteln drin sind, die wir vielleicht nicht drin haben wollen, dann können wir das hier nochmal abnehmen und dann können wir das Ganze hier natürlich auch nochmal separat im Handwaschbecken oder sonst wo dann eben reinigen. Das schrauben wir jetzt aber mal wieder drauf, dann füllen wir auch mal was ein. Und dann werde ich hier auf jeden Fall auch mal Druckluft anschließen. Dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Was reinigen werden wir jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, das Hauptinteresse wird daraus resultieren, wie viel Reinigungsmittel man hier herausbekommt und wie sich das Ganze dann verteilt. Was ich euch noch mit auf den Weg geben kann, ist, dass ihr auch bei solchen Geräten immer darauf achten solltet, dass der Druckluftschlauch immer dick genug ist, das heißt genügend Innendurchmesser bringt, denn sonst geht solchen Geräten natürlich immer recht schnell die Luft aus. Und ihr solltet natürlich auch auf ein gewisses Kesselvolumen Acht geben. Unter 50 Liter kann ich hier keinem wirklich ans Herz legen, also kauft euch auf jeden Fall Kompressoren, die über 50 Liter oder mindestens 50 Liter Kesselvolumen haben. Ich habe euch unten mal auch in der Videobeschreibung ein Video verlinkt, welchen Kompressor ich nutze. Vielleicht ist das ja auch was für euch und das guckt ihr euch dann auch nochmal an. Ich hole mal Pressluft rein und fülle hier mal ein bisschen Wasser ein und dann gucken wir mal, wie sich die Pistole im Einsatz zeigt. So, ich habe mir jetzt hier mal eine Schüssel besorgt und habe hier auch Druckluft angeschlossen. Ihr seht das, wie ich schon gesagt habe, müsst ihr da immer auf ausreichend Schlauchinnendurchmesser achten. Wir gucken jetzt mal, wie viel hier vorne aus dieser Düse rauskommt. Ich habe eben schon mal drauf gedrückt, so viel ist es nicht. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, hier oben ist in dem Deckel so ein kleines Loch drin. Das dient natürlich dafür, dass hier Luft nachrutscht und der Behälter sich dann damit nicht zusammenzieht. Und wenn wir das natürlich in Kipprichtung haben, das Loch, das heißt, wenn wir das jetzt hier auf dieser Seite hätten, dann wird natürlich je nach Füllstand dieses Behälters hier oben natürlich auch etwas heraustreten. Deswegen habe ich das jetzt auf diese Seite gedreht, nur für die Leute, die dann denken, ach, jetzt tropft das da oder was. Das ist natürlich dann, wenn ihr das nach oben richtet, das Loch, dann nicht der Fall. Ich gebe jetzt hier mal Gas. Und ihr seht schon, das dreht sich hier vorne, beziehungsweise innen drin dreht sich ja hier die Düse. Und die benetzt natürlich hier mit Wasser diese Borsten. Und deswegen sieht das so ein bisschen aus, als wenn sich diese Borsten bewegen. Die bewegen sich natürlich nicht.
Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir hier das von vorne sehen. So sieht das dann aus. Also sehr viel Wasser kommt jetzt hier nicht raus. Ich denke, das kann man jetzt erahnen. Jetzt ist meine Hand hier nass. Und wenn wir das damit natürlich vergleichen, wie lange ich jetzt hier gedrückt habe, da kommt dann natürlich wirklich wenig raus. Also ihr habt da die Möglichkeit, dann wirklich die Bürste mit zu befeuchten oder zu benetzen. Jetzt können wir natürlich nochmal gucken, wie das hier aussieht, wenn wir hier dran drehen. Das ist also jetzt noch weniger. So, ihr habt die Bürste jetzt hier im Einsatz gesehen. Ich denke mal, das war jetzt sehr gut zu erkennen, dass sich hier auch etwas ändert, wenn ich hier an dem Rädchen drehe. Das ist natürlich so eine Sache, da haben wir keinen Anschlagpunkt. Das heißt, wir wissen nicht, wann der Maxpunkt oder wann der Minpunkt erreicht ist, sondern wir müssen dann so ein bisschen hin und her fummeln. Ansonsten kann man das natürlich ringsherum immer weiter drehen. Da ist einfach nur so eine kleine Klappe wahrscheinlich drin, die das Ganze dann ein bisschen abschließt oder öffnet, je nachdem, wie die Stellung dann ist. Und ihr habt auch gesehen, dass das Innenleben hier immer gleichmäßig rotiert. Das sieht man daran, wie die Bürsten hier dann weggeflogen sind. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, auch anhand dessen, dass meine Hand dann teilweise befeuchtet war oder teilweise sogar nass war, wie viel an Reinigungsmitteln dann hier abgegeben wird. Jetzt ist es natürlich stellvertretend hier einfach dafür Wasser. Wie gesagt, ihr dürft hier keine schaumhaltigen oder schäumenden Reinigungsmittel nehmen. Nehmt einfach einen Universalreiniger oder Bodenreiniger oder sonst irgendwas, wenn ihr da irgendwas sauber machen wollt. Oder es gibt sicherlich auch Polsterreiniger. Ich denke mal, der Haupteinsatzzweck ist hier die Polsterreinigung oder die Reinigung von Fußmatten im Fahrzeug. Und ich denke, mit diesen Bürsten kann man da schon einiges bewegen. Wenn wir jetzt natürlich anfangen, unsere Fußmatten immer sektional dann zu bearbeiten, dann werdet ihr sehen, dass die Bürste hier sehr, sehr schnell verdreckt. Da ist sie einfach zu klein für. Ich denke mal, es ist mehr geeignet dafür, wenn ihr irgendwo eine kleine Verschmutzung drauf habt, in einem gewissen kleinen Radius, vielleicht wenn euch da irgendwie ein Eis runtergefallen ist oder irgendwo ihr mit Dreck schon reingetreten habt und ihr kriegt das sonst nicht raus, dann kann das natürlich helfen. Setzt natürlich immer voraus, dass ihr A, Druckluft habt, B, dass ihr dann den Schlauch dorthin bekommt, wo ihr arbeiten wollt. Also man könnte auch argumentieren, man nimmt einfach eine feuchte Bürste und wischt dann drüber, da hat man ungefähr den gleichen Effekt. Hier könnt ihr natürlich wesentlich länger mitarbeiten, aber es muss halt jeder selber entscheiden, ob er sowas braucht oder nicht. Das könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dafür einen Anwendungszweck bei euch seht. Oder ob ihr sagt, nee, das mache ich weiter mit der Handbürste. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wenn euch das Video unterhalten hat, dann könnt ihr mir einen Daumen hoch da lassen. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin,